Naja, du kannst ja mal einen Block neben hinlegen und mal sehen, ob du den dann brauchst oder nicht. Ich glaube, du wirst auch ganz gut ohne klarkommen. Ja. Ja. Naja, es geht um die sehr geheimnisvolle und mysteriöse Reise eines Auswandererschiffes, das im Jahr 1899, also im ausgehenden 19. Jahrhundert, sich vom alten Kontinent Europa auf den Weg macht in die neue Welt, Richtung New York, nach Amerika. Und auf diesem Schiff sind sehr viele Auswanderer, Passagiere sehr in unterschiedlicher Herkunft, Nationalitäten und unterschiedlicher Sprachen. Und die alle erhoffen sich eine neue, bessere Welt in Amerika. Dann passieren aber auf dem Atlantik Dinge, die so nicht geplant waren und die dann das Leben von allen wirklich komplett auf den Kopf stellen. Und zwar begegnen sie einem anderen Auswandererschiff, das seit Monaten vermisst ist und völlig führerlos auf dem Atlantik treibt. Und das ist der Startschuss für wirklich sehr mysteriöse Vorkommnisse. Ah ja, ich habe jetzt die erste Staffel gedreht und da hatte ich natürlich zunächst die Bücher schon und habe dadurch eben die Geschichte der ersten Staffel gekannt. Und jetzt, wo sie abgedreht ist, habe ich es natürlich sozusagen auch schon auf dem Buckel und weiß genau, was passiert in den ersten 8 Folgen. Und ich glaube, wie ich es gerade erläutert habe, das ist eine gute Einleitung und alles, was dann tatsächlich passiert ist, können die Zuschauer dann entdecken, wenn es am 17. November an den Start geht. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten. Das macht Spaß. Es bringt mich voran. Sie fordern mich heraus. Ich lerne sehr viel bei ihnen. Und obendrein haben sie mir wieder eine wunderschöne Rolle angeboten. Das ist also ein großer Ozeandampfer, der Auswanderer nach Amerika bringt. Und die Crew ist deutsch. Das ist also der deutsche Kapitän dieses Dampfers. Das ist so ein bisschen Typ, einsamer Wolf, redet nicht viel. Er ist ein Geheimnis für alles, für seine ganze Crew, weil er nicht mit ihnen redet, weil er nicht darauf reagiert. Er bleibt sehr viel alleine. Und er hat so ein bisschen abgeschlossen mit vielen Dingen, weil er dunkle Geheimnisse in sich birgt. Und die werden eben auch im Laufe der Serie entdeckt. Ja, unglaublich. Also fast alle, sehr viele europäische Sprachen, dazu noch Kantonchinesisch. Also es ist wirklich ein großer Schmelztiegel gewesen und für mich war das ganz toll, weil ich einfach dadurch reich beschenkt werde. Das ist ein solcher Reichtum, diese vielen unterschiedlichen Nationalitäten zu haben, von denen man lernen kann, mit denen man sich austauschen kann, wo man andere, frische, noch unbekannte Blickwinkel auf die Dinge lernen kann, sodass es eine Bereicherung ist. Und ich finde, sich miteinander auseinanderzusetzen und ernsthaft zuzuhören, ist der erste Schritt zur Toleranz. Und das ist was, was nicht nur im Filmgeschäft notwendig ist. Das ist völlig verrückt. Also man kann sich ein bisschen vorstellen wie eine große Theaterbühne, wo hinten ein Prospekt hängt, im Dreiviertelkreis sozusagen die Theaterkulisse, die einen umgibt und den Hintergrund darstellt. Das ist aber keine Gaze, auf die gemalt wurde, sondern das sind LED-Bildschirme, die den jeweiligen Hintergrund, sei es in unserem Fall der Atlantik oder der Speisesaal, abbilden und damit eine große Tiefe schaffen. Das heißt, wir stehen im Studio, drehen aber auf dem Atlantik zu sein und wir sehen das auch auf dem Bildschirm und das hat einen reziproken Effekt auf uns. Und das ist natürlich eine große Erleichterung gewesen, gerade auch in der Pandemie, wo das Reisen schwierig war. Total, das ist unglaublich. Natürlich weiß man, das ist ein Bildschirm, aber wir Schauspieler sind ja gewohnt, uns zu bescheißen, auf Deutsch gesagt. Aber es ist natürlich viel besser als eine Greenscreen, wo man einfach eine grüne Wand hatte. Und das funktioniert total und das ist sehr, sehr hilfreich. Das hat sich nicht verändert. Also ich bin nach wie vor der Vater der gleichen Familie und habe die gleichen Freunde und so. Es ist für meinen Beruf ist es leichter geworden, weil Dark mir natürlich eine Aufmerksamkeit gebracht hat, auch gerade im Ausland, wo Dark ja wirklich noch enthusiastischer aufgefasst wurde als bei uns. Und so, das ist natürlich schön, weil das im Beruf manches leichter macht, aber ich habe mich, glaube ich, jetzt nicht so verändert. Es ist schön, dass wir es den Leuten jetzt zeigen können. Ich hoffe,
dass es den Leuten gefällt und dass es sie genauso fesselt und mitnimmt auf eine Reise, wie das bei Dark war. Und das, ja, da habe ich die Hoffnung, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich wäre das auf alle Fälle, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich habe einfach momentan, ich sage immer, ich bin in der Rush-Hour des Lebens so ein bisschen, weil Kinder, Beruf, Arbeit, das kommt viel zusammen. Und so, dass ich zum Bingen einfach keine Zeit habe. Ich brauche, wenn ich da mal was angucke, sehr lange und das dauert lange, bis ich das alles durch habe. Aber ich habe eine Liste und es werden auch andere Zeiten kommen und dann werde ich die abfrühstücken.